Ich glaube, die gehen automatisch raus, ne? Ja. Ah, jetzt müssen wir doch zurück in den Wald. Ja, dann gehen wir aber erst in die Kirche. Dann ab ins südlich liegende Eiskantengebirge der windigen Höhlen, wo alles furchtbar kalt ist, Gebirge. Gebirge. Ja, das, genau. Das ist eine lange Version von der Abkürzung. Kurz, Edwaski-Gebirge. Vorher sollten wir uns aber ein bisschen ausrüsten. Ich glaube, jetzt gibt es stärkere Ausrüstung. Guck mal, ob du geheilt bist. Ach so. Nee. Gut. Zwei Punkte von der Uschi-Fee. Wo ist die mit den Kuchen? Ah, da oben steht die. Sagt die nochmal dasselbe? Ja. Echt geil. Denn noch was? Ach so, da wollten wir kaufen, ne? 50 Stück. Nimm mal 3. Aber es gibt doch noch irgendwie Weih irgendwas anderes bei der anderen Trolla. Ich glaube, das ist auch Weihwasser. Muss mal gucken. Beim Shop links. Wir gucken jetzt erstmal allgemein, ob es was Neues gibt hier. Kaufen! Ja, nichts Neues. Wir kaufen. Kann das sein, dass die Skelette gar nicht mal was fallen gelassen haben, was irgendwie... Ich glaube nur Heil-Items. Der Licher zum Beispiel... Heiliges Wasser heißt das. Wiederbelebt einen Charakter. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier für Weapons haben. Ja. Doch nicht. Da habe ich mich wohl geirrt. Das war vielleicht in der... Ja, nach der Demo haben wir das, glaube ich, reingebaut. Ja, dann gehen wir jetzt mal eben schnell das Ding holen. Dürfte auch keine weiteren Gegner jetzt geben. Also im Wald. Genau. Also im bereisten Gebiet. Wir haben erfolgreich alles die ganze Flora und Fauna von Anfangsdorf getötet. Ja. Was man jemals gelebt hat, außer Holzmichel. Und den Typen. So, links. Jetzt hier unten, ne? Genau. Da. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, oh, 4 heiliges Wasser. Was? Und 99 Gold. Ja gut, aber... Heiliges Wasser, war das jetzt das... Wiederbeleben? Achso, okay. Warte, was war das andere? Wo ist denn das Weihwasser da? Als Waffe, okay. Sehr gut. Das war immer was verschieden. Ja, wusste ich jetzt auch nicht mehr so auswendig. Dann können wir ja zumindest irgendwann mal... Es ist halt die Frage, wenn man wiederbelebt, sind die dann mit voller Kraft wieder da oder nur mit Prozentsatz? Ich glaube nur mit Hälfte. Mit Hälfte oder sogar noch weniger. Ich weiß es nicht. Zack. So, dann... denke ich mal, speichern wir auch gleich, wenn wir kurz... Also, wenn wir... noch in Anfangsdorf sind, aber Richtung Süden halt rausgehen wollen. Mhm. Ich wette, wir haben irgendwo was vergessen. Was das Spiel ist ja übrigens 4:3, ne? Oder wird hier zumindest auf Bastis Bildschirm nicht breit gezogen. Es gibt Rechner, da wird es breit gezogen und sieht kacke dann aus. Aber ich glaube, die Aufnahme selber zieht es automatisch auf 16:9, komischerweise. Ja, genau. Also es gibt irgendwie ganz verschiedene... Sachen. So, okay. Oh Gott, jetzt wieder eine riesengroße Fläche, die wir irgendwie. Ach, guck mal, hier haben wir sogar. Warte, Norden, Anfangsdorf, Osten, irgendwo hin, Süden, Schabalabadingdung, das ist die große Stadt. Da! Wäre er am Anfang einfach nur mal 30 Meter nach Süden aus der Stadt gegangen. Siehst du diesen ungestützten Baum, Uschi? Hier geht die Spur der Zerstörung weiter! Aber das könnte genauso gut ein Baumfäller getan haben. Erkennst du nicht den blinden Ast, mit dem dieser friedliebende Bau niedergemetzelt wurde? Nur er kann das vollbracht haben. Wenn du meinst, eine andere Spur haben wir ja nicht. Wir sollten den gefällten Bäumen folgen. Guck mal, diesen gefällten Baum, sag ich mal, hätten wir auch im Wald als Event oder als
Ja, das heißt Event, ne? Für die, die sich jetzt nicht mit dem RPG Maker auskommen, das sind halt alle Sachen, die man ansprechen kann, sind Events. Jedes Feld, worauf man gehen kann, kann man mit einem sogenannten Event versehen. Ja, genau. Und jeder Charakter, jeder NPC ist quasi ein Event. Genau, und Bäume und so sind ja auch nichts anderes. Und die hätten wir dann theoretisch als Event auch im Wald machen können, dann wären das nicht einfach nur um 90 Grad gedrehte, ja, blattlose Bäume, sondern halt gefällte. So, Soldat. Auf Geheiß des Königs kann ich euch nicht durchlassen. Warum das denn nicht? Weil das hier eine Demo ist. Eine was? Eine Demonstration der Macht des Königs. Und jetzt verschwinde ich. Also das ist super eingebaut, um einfach nur zu sagen, das ist eine Demo. Ah, hier sind diese Wölfe. Scheiße. Ja. Kommt man links so lang? Nicht? Nein? Machen wir die Wölfe jetzt schon platt? Ja, würde ich sagen. Ja, komm. Ich weiß nicht mehr genau, was mit den Wölfen war. Ja, hier ist, glaube ich, irgendwo noch was versteckt. War das hier? Nein. Oh. Nein. Nein. Verdammt. Ah, verdammt. Okay. Wolf will verkloppt werden. Okay. So, dann machen wir mal hier so einen direkten Eisschlag. Bam. Die kann sowieso nichts. Ich weiß nicht, ob die stärker als nicht sind, aber auf jeden Fall sind es halt 4 Stück, ne? Das ist halt das Problem. Der Eisschlag hat natürlich voll verfehlt. Ich meine erstmal ganz normale Angriffe. Gott, das zieht ja gar nichts. Boah, 12. Die Uschi ist halt viel zu schlaff. Habe ich gespeichert. Oben, bevor wir in den Dings gegangen sind. In den Wald. Ach, in den Wald, hier auf diese Ebene. Scheiße, ich glaube, also, das überleben wir. Wir müssen immer jemanden... Ah, warte! Okay, wir laden und machen das später, denn wir bekommen später noch ein paar Teammitglieder. Das glaube ich dann... Dann sterben wir jetzt mal mit Absicht, weil... Dann kommen wir schneller zum Ladebildschirm. Sam gibt den Löffel ab, Sache. So. Du wurdest verstümmelt, du Nichtskönner. Standard Game Over Bildschirm vom RPG Maker 2000. So, laden wir nochmal. Dann gehen wir runter. So, jetzt können wir das alles überspringen. Wenn du meinst, okay. Das macht nämlich Sinn. Achso, warte, jetzt können wir immer jetzt wieder schön an die Felsen gucken oder nach Löchern ausschalten. Ja. Guck mal, das kann man auch vergessen anklickbar zu machen. Naja. So. Und dann speichere ich auf jeden Fall nochmal ab. Okay. Weil wir jetzt eine Map geschafft haben, zu dich queren. Ja. Da ist eine Truhe. Hm. Was war das? Ah. Seid gegrüßt, ihr Reisenden. Pilgert ihr auch nach Schabalabadingdong? Nein, wir verfolgen das personifizierte Böse. Habt ihr zufällig was gesehen? Tut mir leid, ich bin so gut wie blind. Oh, was ist denn das? Ach, Schnee. Ich weiß mal, was ist denn das für eine Decke da oben links? Ja. Priester Rolfe. Wir pilgern nach Schabalabadingdong, der größten Stadt, die je in RTP-Baukunst gebaut wurde. RTP-Baukunst? Was ist denn das? Die göttlichste aller Baukünste, das Fundament aller Baukünste, kurzum die Mutter aller Baukünste. Aha. Ja, also im Vergleich zu den anderen Spielen, beziehungsweise auch zu den zwei Spielen, die Sam of Rise inspiriert hat, was ja dann Xao und Xian war, oder wie? Da geht's lang, die Spufe nach Osten. War dann Shabalaba Ding Dong, das ich dann auch schon, nicht in dem Projekt, aber in einem Seitenprojekt schon vorgebaut hatte, war das wirklich eine richtig riesige, riesige Stadt. Ja. Wir müssen dem linearen Spielablauf folgen und nach Osten, also hier rechts. Oh, geil. Was? Ah, Steppe. Ja, genau, also die abgeknickten Bäume, die zeigen hier lang. Oh, was ist denn hier los? Haltet ein, ihr zwielichtigen Gesellen! Was geht? Jemand hat den Pfad unpassierbar gemacht und dabei einen unserer Männer getötet. Das war bestimmt Bernie. Bernie? Irgendwie muss er doch heißen, also nenne ich ihn Bernie. K-
Könnten wir bei dem dämonischen NPC bleiben? Von mir aus. Ihr kanntet den Übeltäter, seid seine Komplizen. Auf keinen Fall! Der Übeltäter hat meine Freundin gekidnappt. So sieht's aus. Ich will euch mal Glauben schenken, Reisende. Trotzdem ist hier dicht. Verdammt, wie kommen wir jetzt weiter? Meines Wissens kommt man in östlicher Richtung zur Steppe und zur Landesgrenze. Der kürzeste Weg führt durch Shabalabadingdong, der Hauptstadt des Landes. Okay. Shabalabalabadingdong. Ja, und zwar so storymäßig gedacht war halt, dass dämonische NPC mit Babsi hier rechts rum ist und man theoretisch jetzt einen extra Schlenker durch die Hauptstadt nehmen muss. So. Hier ist doch was. Aha! Dämonischer Busch! Oh. Aha! Steht da. Oh, na endlich! Ich dachte, du kommst nie! Wie meinen? Grüne Klamotten und eine Feder im Haar. Genau das, was wir zum Wiedererkennen ausgemacht haben. Ein Wort. Hä? Ich kenne sie gar nicht. Ich doch auch nicht. Wir haben uns im Glaskugelchat. Ja, genau. Glaskugelchat kennengelernt. Ultra Mighty Tighty Knight of Doom 666. Ich bin nicht Ultra Mighty, was auch immer. Das muss sich um eine Verwechslung handeln. Heißt das, du lässt mich sitzen? Ich kenne sie nicht. Ich wusste es. Alle Männer sind doof. Okay, war wohl ein Date oder alle so. Alle Männer sind doof. So. Alle Männer sind doof. Nirgendwo ein... Ah. Oh. Das gibt's doch nicht. So ein dämlicher Eisgummeln versperrt uns den Weg. Sieht ziemlich ausgehungert aus, das Bürschchen. Kann es sein, dass sich alle 5 Minuten unsere Route, die wir nehmen, ändert, weil irgendwas uns den Weg blockiert? Ja. Weißt du was? Selten. Wir sollten in den Bergpub, der sich hier zufälligerweise in der Nähe befindet, ein paar taffe Typen anheuern. Meinst du, die können eine Brücke über den Eisgolem bauen? Nein, die sollen uns helfen, den Eisgolem zu vermöbeln. Hört sich gut an. Okay. So, da sehen wir auch schon den Endgegner des, da geht es der Demo. Da geht es zur Academy of Doom, Copyright. Da wollen wir jetzt nicht hin. Zumindest nicht in der Demo. Ja, ist echt schade. Ja, so. Die war echt cool. So. Okay. Hier geht's, glaube ich, zum Pub, ne? Ja. Da waren schon ein paar Pferde angeschnallt. Dann gehen wir mal hier. Oh, warte. So. Oh, links ist ein Seil. 2 Seile. Wieso haben wir eigentlich so viele Seile? Wenn dann die sowieso immer mitbringen. Das fällt mir jetzt auch irgendwie auf. Dass man eigentlich immer nur ein Seil braucht. So. Kann man hier runter. Und jetzt gehen wir rechts. Aha, okay, doch nicht. Dann aber jetzt hier. Ach, guck an, das war das. Yay. Hat sich wenigstens gelohnt. Eine goldene Karte. Ich wollte gerade sagen, eine goldene Bronzekarte. Eine goldene Baumkarte. So. Genau. Und auch hier wieder alles höhentechnisch ausgerechnet oder übernommen. Das, was links an der Karte so die Kanten bildet, bildet dann auch hier auf der anderen Seite die passenden Kanten dazu. So. Ein Schneemann. Das soll ein Schneemann sein! Pah, das ist eine Beleidigung der Evolution! Der hat kein primäres Geschlecht. Jetzt auch noch hoch. Ey, scheiße, Mann. Ja, aber da war, glaube ich, nur ein Weg zum Schatz. Und zwar musst du hier wieder aufpassen, dass du dich nicht verschiebst. Wir müssen den, genau, hier runterschieben. Da darfst du halt, musst du halt gucken, dass du dich nicht verbaust. Jetzt links. 2 runter. Links. Jetzt einfach durchschieben bis hier. Genau. Rechts. Mal gucken, ob ich hier auf die Schräge kann. Schieb dir noch. Okay, noch einen runter. So, jetzt einen rechts. Und jetzt ist gut, ja. Mann, bin ich ein Fuchs. Sieht zwar nicht so aus, aber ganz genau so ein bisschen schwarz. Oh Mann, ey. Weilweise denke ich mir so innerlich dieses Facepalm Captain. Ja, man war noch so, jung, ne? Und fand halt all diese doofen, halt, dämlichen Witze. Die Kaka-Humor so, ne? So. Ah, die Map ist cool. Mit Schaufel Lochbrunnen, weil die gibt's so Schafe und die
rennen, die hüpfen hier immer über diese Schlucht, glaube ich. Ja? Ich glaube schon. Oh ja. Das ist ja cool. Ah, warte, wie, da kommt jetzt, genau, und jetzt kommt rechts, glaube ich, ein neues. Ja. Auch nicht schlecht. Und das ist eigentlich immer dasselbe Event, das habe ich dann grafiklos gemacht, also unsichtbar, und dann zurückhüpfen lassen zum Startpunkt. Ja. Dann nach links gucken lassen wieder und dann, gekrallt. Wieder die Grafik angezeigt. Ups, kommst du links raus? Nee, das ist eine eine undefinierbare Macht hält mich davon ab, hier weiterzugehen. Hey. Okay, also ich glaube, wenn ich jetzt oben lang gehe, kommt das Gleiche. Nee, da geht's weiter. Dann gehe ich da erstmal lang. Ja. Das kann man in so einem Fun-Spiel auch immer machen, so komische Gründe erfinden. Ja, man hat den Stehmann die Arme abgerissen und durch Äste ersetzt. Aber da, seht ihr, hier gibt's doch wieder irgendwas. Was? muss ich sprechen, der hat kein Face. Genau. Ey, Affen! Hey, Affen, haut ab von meinem Grund und Boden! Ihr glaubt wohl, weil ich verrückt bin, bin ich verrückt. Das bin ich aber nicht. Und jetzt bewegt euren Lahmärsche von meinem Rasen. Ist der irre oder was? Wir sind auf einem öffentlichen Weg. Ja. Mach ich so ein Seil? Ja, genau. Okay. Oh Gott. Hier kann man wieder was machen. Okay. Weiß ich schon mal Bescheid. Also Bescheid. Achso, das ist wahrscheinlich hier direkt nebenan. Ja, die Kiste steht, glaube ich. Du musst nur anklicken. Klick einfach von oben an. Ich glaube, die muss man unten noch verschieben. Ja. So. Wir sind hier. Okay. Mhm. Ich kann mich noch irgendwie erinnern, dass man beim Eremit auch irgendwie reinkommt. Ja, da kommt man rein. Das ist, glaube ich, die Höhle hier, ne? Kann das sein? Genau. Mann! So. Das war halt auch irgendwie Ziel des Spiels, ziemlich viel von dem Bildschirm auszufüllen und auszunutzen. Sei es, dass man dann irgendwie sogar Stunden später irgendwie zu einer kleinen Ecke kommt, die man in derselben Map ist, ja. Die aber irgendwie Stunden vorher nicht zu erreichen war. Meine ganze Schlauigkeit ist so überragend schlau. Er ist the brain. So. Hier kannst du wieder von Viechern winnen. Hier ist hell, ne? Hier haben wir keine Lightmap reingeballert oder den Bildschirm dunkel gefärbt. Demo-Status Deluxe. Was haben wir hier? Müssen denn überall Tote liegen? Ja. So. Hier. Was? 10 Gold springen mir entgegen? Irgendwie sowas. Das war dieses typische. Einfach nur ins schwarze Loch ein Seil. Okay. Hey, da liegt ein Zettel auf dem Boden. Zettel gegrapscht. Guck mal. Müsste Zettel 2 sein. Können wir auch verkaufen. Vom goldenen Schaf, welches gen Osten steht. Du südlich von ihm ein Busch erspähst. Die rote Blume zeigte dir die Richtung zum toten Baum, zu welchem du stoßen wirst. Schreite fort gen Süden bis zur kahlen Stelle des Grüns und unter dem Steine der Schatz funkelt. Blitzert und funkelt wahrscheinlich. Okay, das heißt, das ist einfach diese kahle Stelle bei den Wölfen. Ja. Was? Wer frisst denn bitteschön Katzen? Kann ja nur ein wildes Tier sein. Geh nochmal ein tiefer. Wer könnte hier Feuer gemacht haben? Soll das ein Brett sein? Ein Bett. Ein Bett, achso. Geh nochmal das rechte Seil. Und zwar haben wir hier vergessen, das Tisch und das Fass anzusprechen. Ein Tisch? Wer wohnt denn hier? In diesem Fass sind vergammelte Früchte. Okay, war nix. Und jetzt geht's zum Eremiten halt, ne? Ja. So, ich glaube, die Leiter kannst du ansprechen. Ich kann die Leiter absenken. Bam! Okay. Das wird eine schöne Rache. Ich werde ihn so dermaßen beleidigen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Da oben links ist übrigens noch ein Graf. Hey, du böser Mann! WTF, der war hart. Was willst du denn, du Lappen? Dein Gesicht ist so hässlich wie mein Hintern und den habe ich seit 5 Jahren nicht mehr gewaschen. Wenn dir dein verkümmertes Leben lieb ist, verschwinde. Ich glaube, ich habe sie mir gezeigt. Okay. Haben wir mal auf den Tisch gehauen. So. Hier liegt begraben. Isaac P. Löth, geliebter Ehemann und Vater, starb durch Schließmuskelversagen. Stell dir mal vor, du bist so die ganze Zeit kacken. Oben geht's noch lang. Ah ja, hier. Dass du irgendwann stirbst. Ach, das war diese eine Truhe, ne? Ja.
Plastikdiadem verinventarisiert. Genau. Zweig. Nee. Das kannst du als Helm benutzen. Guck mal, ob. Das Diadem als Helm. Ja. Aber hier die Uschi kann, die hat noch keinen Helm. Genau, ich glaube, das war so gedacht auch.